Sämtliche Produkte, die in diesem Video benutzt werden, Gewürze, Soßen, Öle, Pfannen, sind von der Firma Henslers. Erhältlich unter henslers.shop. Jetzt geht's los. Henslers schnell Nummer, meine Freunde. Heute gibt es Pizza. Ja, Baby, haben wir 100 Jahre. Haben wir überhaupt schon mal gemacht, Frags? Nee, ne? Noch nie. Mit Blätterteig. Heute machen wir echten, richtig deutschen, italienischen Pizzateig. Und zwar, jetzt, pass auf, Wasser, einen kleinen Schluck Wasser. Wir machen erstmal eine, sozusagen ein kleines Hefe, wie soll ich sagen, Hefewässerchen. Wir lösen jetzt hier in diesem kleinen Schluck Wasser, lösen wir die Hefe auf. So, Adrio Celentano, auch ein richtig großer, ne? Alter, die Filme früher, oder? Welt. Adrio Celentano, wie Königs, Alter, Königsklasse. Wie hieß sie noch? Ornella Mutti. Alter, da war wohl jeder drin verliebt, oder? Ornella Mutti war schärfste Alte von allen. Kennst du die, wo er die alte Ding schleppen lässt, wo sie heiraten und die Mehl säcken. Normal. Und die hatten auch mal so einen geilen Schnitt in die Filme, wenn er immer so geil gegangen ist und so. Mega. Ja, normal. Ey. So, pass auf. Hefe, ich mach ein bisschen leiser, ne? Sonst verspreche ich meine eigene Stimme ja nicht mehr. Hefe, Wasser haben wir gemacht. Jetzt, pass auf. Jetzt restliche Wasser in eine Schale geben. Und jetzt Salz dazu. Und dieses Salz lösen wir jetzt mit dem Schneebesen auf. Salz aufgelöst. Jetzt nehmen wir unser Mehl. Ganz normales Mehl. Natürlich kann man auch Pizzamehl nehmen, etc. pp. Aber wir wollen das ja so einfach wie möglich halten. Jetzt hier das Ganze vermengen. Bis ihr seht, dass es so ein bisschen griffig wird und das Mehl sich auch so ganz leicht auch schon ein bisschen löst. Noch keinen fertigen Teig jetzt machen, sondern seht ihr selber hier, ne, wie das aussieht. Und jetzt nehmt ihr hier euer Hefewasser. Jetzt gießen wir es da drüber. Wichtig, schön alles rausholen. Und jetzt verrühren wir noch ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir aber schon mit der Hand rein. So, fangen ein bisschen an. Und was wir jetzt noch machen, jetzt kommt noch Olivenöl dazu. Kleinen Schuss. Natürlich jetzt das schnelle Nummer. Noch im Alpenlook. Frechheit. So, bisschen Olivenöl drauf. So. Und jetzt den Teig erstmal in der Schale schön durcharbeiten. Und nachher kann man auf die Arbeitsfläche gehen. Bin jetzt doch in der Schüssel geblieben. So, guck mal, so sieht es aus. Das ist schon noch klebrig, aber ist völlig in Ordnung. Was ihr jetzt macht, Deckel drauf, Kühlschrank und jetzt kommt's. 24 Stunden warten. Ich weiß, ihr denkt so, Alter, das heißt doch Henslers schnelle Nummer und ich Henslers langsame Nummer. Aber es ist wirklich so, wenn man einen geilen Pizzateig haben will, eigentlich teilweise 48 Stunden gehen lassen. So, wir machen jetzt 24 Stunden und dann gucken wir uns das Ganze an und machen weiter. Ich sage eins, das wird eine richtig geile Pizza. Tschüss, ich gehe jetzt nach Hause. Wir sehen uns morgen wieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir wieder bei unserem Pizzateig. Wir gucken uns das Ganze mal an. Das schaut gut aus. Jetzt, Achtung, Arbeitsfläche. Kurz mal so ein bisschen chip chip. Bisschen anmehlieren, anmehlen. Jetzt holen wir den Teig hier raus. So. Der sieht gut aus, schön fluffig, geschmeidig. Fühlt sich schon gut an. Hände ein bisschen einmehlieren. Und was wir jetzt machen, den Teig ein bisschen kneten. Klassisch, wie man es kennt. Sieht man es hier mit diesem Handballen. Und jetzt einmal eine Runde durchkneten. Läuft oder was? Jetzt hier. Schön durchgearbeitet. Ich würde mal sagen, drei Teile. So. So. Was man dann macht, jedes Teil für sich nochmal nehmen. Einmal so ein bisschen nochmal ankneten. Und zum Schluss macht er daraus eine Kugel. So. Ja. Immer so ein bisschen im Rhythmus. Hier. Dass ihr merkt, okay, er fängt ein bisschen an zu kleben. Aber dann, perfekt. Das haben die anderen auch schon gemacht. Packt die hier drauf. Und jetzt lassen wir ihn einfach nochmal gehen. Man sagt so praktisch, dass er nochmal so die doppelte Größe, also dass er sich nochmal verdoppelt. Und dann ist euer Pizzateig ready to go.
Und wie die Pizza Margherita geht und so, das seht ihr im nächsten Video. Das war das Video, wie mache ich einen Pizzateig. Happy Day, hier kommt die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für unseren Pizzateig braucht ihr 575 Gramm Weizenmehl Typ 550, 390 Gramm Wasser, 12 Gramm Salz, 1 bis 2 Gramm Hefe und 25 Gramm Olivenöl. Das war Hänslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hänslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.